Herzlich willkommen, Jürgen Engel. Hallo. Das ist jetzt der von der Zeilitzheim Podcast-Reihe, die ich inzwischen Zeilcast nenne. Nice. Folge 4, wo ich das große Vergnügen habe, mit den Vortragenden von dem Kongress zu reden. Ich schätze mal, du stimmst mir auch zu, es ist einer der tollsten Kongresse überhaupt. Also, wenn man Absolut. den mal erlebt hat, muss man wieder hingehen. Absolut. Ich habe es voll Und die letzten Jahre, also schön, dass es wieder losging. genau, Ja. es war diese Corona-Pause war in dem Fall wirklich nicht schön, aber ich war so dankbar, dass es wieder ist. Du hattest die Keynote am Freitag. Ich war leider nicht dabei, weil ich stand im Stau. Aber ich habe hinterher gemerkt, dass du vielleicht einer der einflussreichsten Redner auf dem Kongress warst, weil alle haben hinterher deinen Hauptslogan vor sich hergetragen, weil du hast die Leute angestiftet, nichts zu tun. Deswegen ich mich frage, ist jetzt unser Gespräch nicht eigentlich ein Widerspruch in sich, dass der Mann, der empfiehlt, nichts zu tun, sich eine Stunde Zeit nimmt zum Reden. Erzähl, wie kam es, dass dieser eine Slogan so dermaßen sich verbreitet hat, als ob das irgendwie ein neues Mantra für die 200 Leute wäre, nichts tun? Spannend, ich habe es gar nicht so stark die Verbreitung wahrgenommen. Offensichtlich haben viele Leute in meiner Abwesenheit drüber gesprochen. Das finde ich cool. Aber ich freue mich natürlich total, das zu hören, weil es war so ein bisschen mein Wunsch, mit was Provokativem, out of the box, bisschen Ungewöhnlichen reinzugehen. Sowas braucht es auch für einen Vortrag. Und gleichzeitig hat es eine Tiefe, also das hat was Spielerisches, aber ich habe das genommen, weil ich davon gerade inspiriert bin. Also so fällt mir es leicht, Vortrag zu machen und zu sagen, okay, das Thema ist gerade dran, das beschäftigt mich, da, das hat was und dann gehe ich damit. Ja. Und dieses Nichtstun, das ist natürlich so ein bisschen ein absichtlicher Titel. Andere würden das vielleicht, sag's gleich, würden das vielleicht Meditieren nennen oder was auch immer. Aber mir hat es sehr geholfen, was weiß ich, seit 2 Jahren, seit ich da am Entdecken bin, eben nicht zu meditieren oder das nicht so zu nennen, sondern dem, ich glaube, die NLPler würden sagen, ich bin wenig im NLP, ein anderes Framing oder was auch immer dem zu geben. Ist es so? Wäre das, wie du es beschreiben würdest? Also wenn das so ist, mir hat es sehr geholfen, nicht zu meditieren und zu sagen, ich sitze und ich tue nichts. Und natürlich tue ich was in der Zeit, ich nehme ganz besonders stark wahr. Das Das wäre ist jetzt der meine Frage gewesen. Ist das sozusagen deine Art von Achtsamkeit? Ein Teil, absolut starker Teil davon. Es ist eine Art von Praxis geworden. Ich habe dann da in dem Vortrag eine Story erzählt, die ist wahr, wie ich das entdeckt habe in der Gartenhütte, wo ich immer mit einer Tasche gepackt mit Beschäftigungstherapie reingehe, mit dem Rechner, dem Handy, mit einem Buch, mit meiner Powerbank, mit allem drum und dran. Und eigentlich gehe ich ja in diesen Garten, um Reizreduktion zu haben und mit mir allein zu sein und meine Ruhe zu haben. So. Trotzdem habe ich immer sichergestellt, dass ich alle Beschäftigungen dabei habe, damit es mir ja nicht langweilig wird. So. Stimme dir zu, es ist schwierig. Ich meine, ich bin glücklicher Vater einer 14-jährigen Tochter und ich weiß, wie es aussieht, wenn sich 14 Jahre langweilen und das Handy liegt immer griffbereit und es sagt sich so leicht, tu doch mal einfach nichts. Es grenzt an Folter. Exakt. Und das ist, glaube ich, wir haben hier auch eine 14-Jährige, die bald 15 wird, da weiß ich, die hat die längste Zeit großes Thema mit Langeweile gehabt. Aber ich glaube, wir Erwachsenen unterscheiden uns nicht sonderlich davor. Und das mit der Folter, was du sagst, das ist schon, das ist triftig. Also das ist richtig, richtig herausfordernd. Und ich frage immer Leute, also weil mich das interessiert seit einer Weile, tust du auch mal nichts? Ja, erstmal Leute verstehen das nicht, weil für sie da sitzen und ein Musik hören oder ein Buch gucken oder ein Film ist schon irgendwie Nichtstun, ist es aber nicht. Ja. Und wenn ich dann bohre, also so wirklich nichts, so gar nichts, dann sind Leute verwundert oder irritiert. Aber in aller Regel finde ich sehr wenig Leute, die sagen, ich habe da eine Art von Praxis, wo ich wirklich mal sitze, sei denn Leute meditieren, Reize weglasse und einfach nur mit mir bin und wahrnehme, was los ist. Und dann passieren Sachen. Und ich bin selber überrascht, weil ich beschäftige mich ja nicht erst seit vorgestern, wie du auch, mit mir selber und mit so Sachen. Also seit mindestens mal fast 20 Jahren bin ich heftig mit Persönlichkeitsentwicklung und mit nach innen gucken beschäftigt. Und da bin ich regelrecht ein bisschen schockiert von dem Ausmaß, was sich plötzlich aufmacht von, ich würde fast sagen, von blinden Flecken oder von Nicht-Wahrnehmen. Ich dachte, oha, langsam scheine ich anzufangen zu verstehen, was es bedeutet, wirklich mit sich in Kontakt zu gehen und wirklich was mitzukriegen und wirklich was zu fühlen. Ich bin interessanterweise einer dieser gewaltfreien Kommunikationsleute, wo Fühlen
eine der zentralsten Rollen spielt. Und trotzdem scheine ich gerade tiefere, relevantere Schichten zu entdecken von was heißt denn das wirklich, wenn ich was mitkriege. Und dafür, deswegen dieses Nichtstun, braucht es Raum. Braucht es Raum, wo ich, das ist völlig wurscht, wie ich das nenne, meditieren, Nichtstun, Achtsamkeit, wo ich nichts tue, wo ich die Reize weglasse und dann kommen meine inneren Reize nach oben. Das sind zum Beispiel ganz stark die Gefühle. Ne? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, dieses Nichtstun, bezieht sich das für dich auch auf die Innenwelt? Weil also, es klingt ja so, als ob sein Innen drin ganz schön abgeht, oder? Innen geht es ab und es geht, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mehr abgeht als vorher. Meine Sichtweise ist, ich kriege es dann mit, weil üblicherweise sind ja meine ganzen Sinne mit dem Außen beschäftigt mit und so weiter und ich habe nicht so viel Wahrnehmungskapazität. So. Und ich, deswegen hilft auch Augen zu machen, muss man nicht, ne? Aber ich nehme so viele Reize weg wie möglich und dann wird gefühlt das innen drin lauter. Ich glaube, ich merke es nur einfach dann, auf einmal, was innen drin los ist. Und da ist, das stimmt, da ist eine Menge los, richtig viel. Ne? Das heißt, inneres Nichtstun ist in dem Fall jetzt nicht so dein Ziel, oder? Weil das wäre ja die spannende Abgrenzung zur Meditation, wo es ja vor allem darum geht, auch das, die Innenwelt still zu kriegen. Ja, in maßgeblich mit Hinblick auf die Gedanken, meinst du, ne? Ja. Das spielt schon eine Rolle. Also ich probiere da auch nicht da zu sitzen und hart nachzudenken. Mhm. Weil das ist auch eine heftige Ablenkung. Also wenn ich da sitze und eine Stunde lang strategisiere über meinen nächsten Vortrag oder Workshop und mir Sachen ausdenke, dann ist es nicht so das Nichtstun, was ich meine. Ja, also es hat schon eher einen meditativen Charakter. Was mir geholfen hat, ist, ich bin nicht mehr so versteift darauf, die Gedanken müssen aufhören. Das habe ich gehen gelassen, das tun die nicht. Ja, aber die Leute kennst du, die das wirklich geschafft haben. Also es ist, scheint mir fast unmöglich zu sein. Es liest sich immer so schön, diese innere Stille. Ich war bei Gunther Schmidt und er meinte in den Seminaren, er hat wohl viel mit Leuten gearbeitet, die hart drogensüchtig waren. Er meint, der Hauptgrund, ganz klar auf Platz 1, warum Leute Drogen nehmen, ist, dass es innen drin mal still ist. Ja. Boah, resoniert total. Und ich glaube wirklich, das ist was psychische Probleme und alles. Also du hast diesen Quatschkopf innen drin und alles und es hört nicht auf. Und es ist wirklich eine Folter. Ich glaube auch, dass wir uns deswegen betäuben, mittels Tun und mittels Reizen, damit wir es nicht, weil wir es nicht aushalten können. Wir können es nicht aushalten. So. Wie machst du es dann? Ich meine, du sagst gerade, wir können es nicht aushalten und erzählst, es ist deine Praxis. Wie hältst du es dann aus? Also A, bin ich in dem, das feiere ich gerade, bin ich in dem luxuriösen Zustand, dass es mir relativ gut geht. Das heißt, es ist nicht der Fall, kaum sitze ich mal und mache nichts, dass sofort all meine Ängste und Trauer und Depressionen und so weiter hochkommen, weil es relativ gut ist. Relativ. So. Also die Notwendigkeit, mich so krass abzulenken, ist nicht mehr so stark. Und das Zweite ist, ich sehe es als ein Training an. Also es ist so ein Vor- und Zurück. Ich setze mich dem aus. Und also Folter ist ein bisschen ein starkes Wort. Aber auch ich nehme wahr, wie mich das richtig krass fordert. Ich weiß aber, behaupte ich, dass das ein Entwicklungsweg ist, der elementar ist. Wenn ich irgendwo in meiner Klarheit, in meiner Bewusstseinsentwicklung hinkommen will, dann sehe ich das inzwischen als alternativlos an. Mhm. Und was dann passiert ist, ich sitze eine Weile, es dauert oft gar nicht so lang, und dann, und ich mag das nicht, dann werden die Gefühle lauter und intensiver. Mhm. Und relativ oft sind es welche, die mag ich nicht so. Und dann geht's los. So, dann, und das muss nicht super heftig sein. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Depression habe oder irgendwas, aber dann kommt halt mal Trauer oder dann kommt so eine Enge oder so eine Nervosität oder so eine Art von Angst. So würde ich diese Art von Gefühlen und Wahrnehmungen benennen. Die sind dann da im Körper. Ich kann die dann richtig sehen, wahrnehmen. Und dann kommt der Widerstand. Fast automatisch kommt dann dieser Teil, der sich jetzt beschäftigen und ablenken will. Ah, das gefällt mir nicht. Und das ist der Stretch-Moment. Das ist der Moment, wo ich versuche, sitzen zu bleiben, etwas länger und noch etwas länger und einfach das zu halten, was da innen drin, fast auszuhalten, würde ich sagen, und dem Raum zu geben. Also das ist ein Teil der Beschreibung von dieser Praxis. Da habe ich eine wunderbare Formulierung gehört bei Michaela Huber, die du ja vermutlich auch kennst. Die nannte das mal achtsames Sitzen mit dem Unliebsamen. Ah, sehr schön. Das finde ich eine traumhafte Formulierung. Ja. Aber was mich jetzt irritiert,
Du hast es ja vorhin im Nebensatz schon gesagt, dass du GfKler bist. Ich dachte, die lieben Emotionen. Ich dachte, da geht es von oben bis unten um Emotionen. Wie kannst du jetzt erzählen als Hardcore-GFKler, dass dich das beansprucht, mit den Emotionen umzugehen? Ich dachte, das ist euer tägliches Brot. Ja, das ist eine gute Frage, sehr gute Frage. Also ich hätte eher gedacht, dass Leute, die GFK machen, es mit der Ratio nicht so auf dem Freundesfuß haben, aber die Emotionen lieben. Ja, sich mit Emotionen zu beschäftigen, ist für mich noch nicht gleichbedeutend mit Emotionen lieben. Ich glaube, dass wir GFKler, ich weiß nicht, ob wir da so einzigartig sind, auch gesegnet sind mit einer ganzen Menge ziemlich großen blinden Flecken. Ich glaube, dass ich die langsam erst entdecke. Ja. Und es ist eine Sache, schön Emotionen, und solange die aber auch irgendwie fein und angenehm sind, cool. Wenn sie nicht so angenehm sind, ist es trotzdem, glaube ich, auch wenn die GfKler das nie so sagen würden, ein Missstand, der möglichst bald zu beheben ist. So, ja. Wir sagen zwar, die sind gleichbedeutend, die sind gleichwertig, ich lege großen Wert drauf, die unangenehmen, nicht negative Emotionen, ich finde das keine gute Beschreibung. Das fällt mir schon lange auf, dass ein Großteil von kommunikationspsychologisch sonstigen geschulten Leuten immer positive und negative Emotionen sagen. Das finde ich ganz schlecht, weil es suggeriert, mit den Negativen ist irgendwas faul. Wenn ich die habe, bin ich nicht ordentlich in Balance, ist irgendwas nicht richtig damit, und das glaube ich nicht. Ja. Die GfKler würden das genauso sagen, kognitiv. Ja. Sind aber, mich eingeschlossen, trotzdem, glaube ich, überwiegend an einem Ort, ja, unangenehme Emotion bedeutet in unserem Framing unerfülltes Bedürfnis. Ja, dieser Zusammenhang ist elementar. Unangenehmes Gefühl ist ein Hinweismechanismus meines Organismus, der mich darauf hinweist, irgendwas fehlt, irgendein Bedürfnis. Das ist der Kern der gewaltfreien Kommunikation, dieses Blickwinkels, ist unerfüllt. Bedeutet, ich sorge möglichst bald dafür, dass dieses Bedürfnis wieder erfüllt ist. So. Ist völlig in Ordnung, beinhaltet aber für mich nicht so, dass es könnte auch okay sein, mich einfach mal traurig zu fühlen und mein Bedürfnis nach Nähe und Gemeinschaft und Freundschaft und Liebe oder was auch immer ist nicht erfüllt, und ich sitze damit und nehme das einfach mal wahr, ohne dass ich das beheben muss. Weil muss ich vielleicht gar nicht. Ist vielleicht erlaubt, dass es da ein Kontinuum gibt und dass das mal mehr, mal weniger ist. Und vielleicht dieser Zustand von unerfüllt völlig erlaubt ist und genauso mal erfahren und erfüllt werden darf, ohne dass ich reflexhaft, oh, unerfülltes Bedürfnis, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und dann, das war auch Teil von meinem Vortrag, da erforsche ich, was ich mache, ist üblicherweise, bei den GfKlern ist das als letztes dann die Bitte. Ja, für mich die Handlung, also ich bitte irgendjemanden, was, ich mache jetzt was. Ich habe herausgefunden, dieses Bedürfnis ist unerfüllt, jetzt mache ich was. Interessanterweise, da habe ich auch schon lange ein Thema mit, heißt es eben bitte, dieses letzte Element von den gewaltfreien Kommunikationsschritte. Und es gefällt mir nicht mehr, weil das reflexhaft dazu führt, dass Leute denken, jetzt suche ich mir jemanden, den ich was bitten kann. Ist aber nicht die einzige Handlungsoption. Ja, ich könnte auch selber was machen, ich könnte auch einfach damit sitzen und mal sagen, wie ist es, mich traurig zu fühlen und zu fühlen, ich habe gerade keine Verbindung und keine Freundschaft und keine Liebe. Ich kann in dieser, also jetzt komme ich vom Hölzchen auf Stöckchen, weil es ein tiefes Thema für mich ist. Das Bedürfnis in meiner Ansicht wohnt an einem Ort, so sage ich gern, der ist jenseits von erfüllt oder unerfüllt. Ein bisschen spirituell ist es auch für mich. Ja, aber wir sehr physisch, wir sagen Topf voll oder nicht voll. Ganz physisch. Ich habe einen Bedürfnistopf, der ist nicht voll genug, der ist leer, also muss ich den füllen. Ja. Ich sehe das Bedürfnis eher als eine Art von Qualität, von Frequenz, mag ich fast sagen, von Schwingung. Die gibt es ja nicht, die sehe ich nicht, die kann ich nicht beweisen. Es ist ja nur ein Konstrukt, eine Landkarte, um irgendwas zu beschreiben, was in mir vorgeht. So. Und dieses Bedürfnis, nehmen wir mal an, Liebe, ist eine bestimmte Art von Energie, Schwingung, Frequenz, mit der kann ich gerade schwingen. Dann sage ich, ich bin in Kontakt mit der, dann ist es erfüllt oder halt nicht. Dann bin ich nicht, dann schwinge ich so nicht. Das klingt mir ein bisschen fluffiger, als ich es gern habe, aber so irgendwie versuche ich das zu beschreiben. Ja. Ich kann mit dieser Frequenz in Verbindung sein, auch wenn es in der physischen Welt nicht erfüllt ist. In der Trauer.
Das ist eine faszinierende Entdeckung. Trauer kann sehr erfüllend sein. So, das entdecke ich erst so über die Zeit. Das ist für mich ein tieferes Level von Gefühle entdecken. Die Fülle in diesem eben nicht negativen Gefühl, in diesem Gefühl, was auftaucht, wenn ich gerade nicht so in Kontakt bin oder das in der Welt nicht erfüllt ist. Ich kann aber trotzdem diese Sehnsucht nach Liebe sehr stark spüren in dieser Trauer und bin unter Umständen intensiver mit Liebe verbunden, als wenn sie erfüllt ist. Macht das Sinn? Absolut, weil ich meine, wenn das keinen Sinn machen würde, warum sollten sonst Millionen von Leuten sich traurige Filme angucken? Ja, da. Sie gucken ja bewusst Filme, die Angst auslösen, die Entsetzen auslösen, die Schmerz, die Trauer auslösen, Sehnsucht. Ich meine, du findest mehr große Kinofilme mit sogenannten negativen Emotionen als mit positiven. Ja. Ist mir mal aufgefallen, als ich die Liste angeguckt habe, der Oscars für den besten Film, da findest du, glaube ich, unter den ersten 100 Filmen 2 Komödien. Und der ganze Rest ist tief traurig. Ja, es ist spannend, ja, stimmt. Macht Jürgen, du sprichst ein anderes Thema an, wo ich unbedingt rein will, weil ich glaube, du warst auch bei Marshall Rosenberg. Ich war auch bei Marshall Rosenberg zweimal diese Wow. 10 Tage beim IIT. Oh, wow. Ja, da können wir jetzt viel drüber reden. Es stimmt, deine Wahrnehmung von vielen GfK-Lern, aber das wäre nochmal ein extra Thema. Also es war keine Gruppe, wo es mir leicht fiel, emotional Kontakten zu den Leuten zu bekommen. Aber was ich jetzt eigentlich sagen möchte ist, es gibt einen Punkt, den hat mir Marshall Rosenberg nie gut genug erklärt. Vielleicht können wir den hier ein bisschen erforschen, weil ich für meine Ohren redest du da gerade drüber. Das ist das Thema Selbstempathie. Er hat immer wieder gesagt, Selbstempathie wäre das A und O, es wäre das Wichtigste. Wir haben versucht, ihn zu fragen, Marshall, wie geht Selbstempathie? Und er meinte, so wie bei anderen, nur mit sich selber steht im Skript, da stand nichts drin. Ich habe dann rumgefragt, denen, die schon öfter da waren, wie macht ihr Selbstempathie? Und mir schien es fast das große Rätsel der GfK-Szene. Wie gibt man sich selber eigentlich Empathie? Und gerade wenn du sowas sagst wie, ich kann ja auch selbst erfüllen, ich muss ja nicht jemand anderen bitten. Nähern wir uns eigentlich der Frage, wie kann ich das, was ich im GfK lerne, mit anderen zu machen, auch mit mir machen? Ja, sehr spannende Frage. Und die führt meines Erachtens direkt zurück zum Nichtstun. So, mein zentraler Lehrer, das war der Robert Gonzales, der vor rund 2 Jahren leider Gottes gestorben ist, ein ganz wunderbarer Mann, mit dem habe ich dann 15 Jahre das vertieft und der hat mit dem Rosenberg viele Jahrzehnte gearbeitet und hat Sachen meines Erachtens tiefer oder präziser erklären können. Das hat mir gut gefallen. Sein Tipp, als ich mal ähnliche Frage gestellt habe, könnte man Frage nach Selbstempathie nennen oder wie mache ich denn das mit meinem Zeug umzugehen? Und sein Tipp hatte 3 Worte. Das war sit with it. Das war im Prinzip die Einladung zum Nichtstun. Sitz damit. Ja, das ist dieses Bubersche achtsame Sitzen mit dem Unliebsamen, ne? Ja. Und das wäre für mich die kürzeste Antwort darauf. Und dann hat er mir noch dazu gesagt, und mach erstmal nichts damit und analysiere nicht GfK-Brille und Konstrukt. Was habe ich jetzt da für ein Gefühl? Wie heißt es? Welches unerfüllte Bedürfnis weist es hin? Lass das mal alles sein. Sitz damit. Und dann sitzt noch länger damit. Und dann sitzt noch länger damit und beobachtet es und gib diesem, was da ist, einen mitfühlenden Raum, ohne die Agenda, irgendwas damit zu machen, dafür zu sorgen, dass die Gefühle schöner werden oder sich entspannen, dass dein Bedürfnis erfüllt wird. Sitz mit dem, was in dir ist. Nimm es wahr. Treat it as if it matters. Behandle es so, als ob es wichtig ist. Und es bedeutet, nichts damit zu machen und ihm einen mitfühlenden Raum zu geben. Das wäre für mich die Essenz davon. Und dann passiert irgendwas. Aber mal meine Techniken loszulassen und meine Analyse und wie das heißt, wirklich in dieser Energie zu sitzen. Das ist für mich ein empathischer Prozess. Ich wollte gerade fragen, das heißt, wenn du jemand anderem Empathie gibst, dann machst du aber mehr. Ne? Da machst du nicht nichts. Da machst du schon was. Das hat ein Spektrum, sagen wir mal. Das ist auch eine super Frage. Das, ja und nein. Die erste Qualität von Empathie ist für mich Präsenz, dass ich wirklich, wirklich anwesend bin. Mit mir, wenn es meine ist, oder mit dir, wenn ich das mit dir mache. Das heißt, ich denke nicht an was anderes, ich bin voll da. Ich bin einfach da. Das kann ausreichen, ne? Insbesondere, wenn die Person ein bisschen erfahrener ist. Ich habe schon beste Empathie schweigend gekriegt von jemandem, der überhaupt gar nichts gesagt hat. Der mir einen, ich nenne das gerne, einen Resonanzraum liefert, in den ich einspreche und der verstärkt
was in mir ist. Dafür muss die Person nicht unbedingt was sagen. Das hängt aber mit der Verbindung zusammen und wie die Person vielleicht erfahren ist, selber mit sich in Kontakt zu gehen. Und schon so ein bisschen der Zusammenhang, je weniger erfahren die Person ist, desto mehr Leitung braucht sie von mir. Ja, desto mehr für viele Personen reicht es halt nicht, präsent da zu sitzen und nicht zu sagen, ganz klar. So. Und dann fange ich an, Vorschläge zu machen. Dann höre ich, ne? Und dann gibt es so verschiedene Stufen, was der Laie auch selber gut machen kann. Das ist simples Reflektieren. Das ist schon extrem kraftvoll, wo ich, da gebe ich noch gar nichts rein, sondern gebe einfach mal in meinen eigenen Worten, okay, habe ich dich richtig verstanden? Das habe ich von dir gehört. Das ist mal so erste Stufe. Ist für viele schon eine Herausforderung, die jenseits ist. Die Leute nicht hinkriegen, mein Gelärsch einfach mal zu parken und an meine Weisheit nur zu sagen, das habe ich von dir gehört. So, ja. Und dann kommen für mich von der Landkarte diese ganz zentralen, das sind halt Gefühle und Bedürfnisse. Das sind halt ganz, ganz starke Elemente, die dazu geeignet sind, Leute mit sich in Kontakt zu bringen. Mhm. Und dann mache ich Vorschläge, wenn die Person nicht selber draufkommen macht. Und nehme ich das richtig wahr, da ist auch eine Trauer bei dir oder eine. Ich muss jetzt mal ganz kurz einhaken, weil du verwirrst mich jetzt zutiefst. Also ich bin wirklich nur oberflächlich im GFK bewandert. Ich war, wie gesagt, bei Marshall Rosenberg, habe ein bisschen Bücher darüber gelesen, aber ich dachte immer, Empathie ist die Voraussetzung für die vier Schritte. Das heißt, ich dachte quasi Schritt null, ich mache Empathie und dann kommen die vier Schritte. Aus deinem Mund klingt das jetzt so, als wären diese vier Schritte die Empathie. Die sind für mich ein Geländer, habe ich das oft gern genannt, ein Hilfskonstrukt, um Empathie überhaupt halbwegs beschreibbar zu machen und mich einer Empathie zu nähren, dorthin zu kommen. Also so würde ich das für mich darstellen. Ich glaube in meiner Beobachtung, meiner eigenen und anderen, dass beim GFK-Empathie lernen Leute sehr, sehr lange kognitiv diese vier Schritte abspulen. Weil Empathie übst du erstmal. Du kannst, ja, sei mal empathisch. Ja, wie geht denn empathisch? Eben. Das ist ja genau die Frage, an der man immer hängt. Wie mache ich es denn jetzt, empathisch zu sein? Ne? Genau. So viele wären das gerne, aber es gibt keine vernünftige Anleitung, mit Anführungszeichen. Und für mich ist die GFK die vernünftigste Anleitung von wie geht empathisch sein. Fang mal an, deinen Mund zu halten, fang mal an, ordentlich zuzuhören, deine Bewertungen und Filme rauszulassen und dann hörst du auf einer Frequenz von Gefühlen und Bedürfnissen. Ich höre, man sagt gerne, ich höre was, was du nicht sagst, was dir selber gar nicht so bewusst ist und auf diese Frequenz versuche ich mich einzuschwingen, bei mir oder bei dir. Und dann sagst du Sachen, die meisten Leute werden ihre Gefühle nicht so genau wahrnehmen, kennen oder benennen können und dann fange ich dir an zu helfen und fange dir an, Vorschläge zu machen. Ja? Und das ist eine ganze Weile recht rhetorisch-kognitiv bei Leuten. Das kann auch nervig sein, das ist, wo dann immer Feedback gibt, die komischen GFKler, aber haben NLPler bestimmt auch schon gehört, die reden komisch und die senden Doppelbotschaften und das ist irgendwie nicht authentisch und so weiter. Und das ist, wenn du Französisch lernst, hört sich's auch erstmal komisch an. Dann machst du keine Gedichte und dann ist das alles sehr starksig, so ist es halt, ja, wenn Leute das üben. Und glauben auch eine Weile, die Empathie, das ist maßgeblich, was ich sage. Ich spule diese Schritte ab, die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und das wäre dann Empathie. Aber für mich ist das wie das Trainingslager, das im Kopf, weil ich halt über Worte und Sprache operiere, um mich einer Empathie anzunähern, um die zu üben. Weil man halt nicht sagen kann, sei mal empathisch. So, sei erst mal empathisch und dann machst du die vier Schritte. Ja, aber erklär mir erst mal, wie geht denn empathisch sein? Das war gerade meine Frage, ja. Also ich weiß nicht, ob ich die Verwirrung damit geklärt habe. Für mich bin ich erstmal noch nicht sonderlich empathisch. Dann kriege ich diese vier Schritte serviert. Für mich ein Fokus, da kann ich hingucken. Da kann ich auf diese Frequenz, okay. Und dann probiere ich das wieder und langsam stellt sich dann auch ein Zustand ein oder ein tieferes Fühlen. Ich mag dir noch was hinzugeben zu den Gefühlen, weil du die GFKler angesprochen hast und so weiter. Nur weil man über Gefühle redet, heißt es noch nicht, dass man wirklich stark fühlt. Das gilt für GFKler wie für andere auch. Ja. Die GFK ist so anziehend, weil diese vier Schritte so einleuchtend sind. Die checkt man in 5 Minuten. Wenn der Marshall oder andere die erklären. Okay, Beobachtung ist was anderes als Bewertung. Was ist die reine Beobachtung ohne meine Bewertung? Gefühle, klar. Was sind Bedürfnisse, klar. Und dann kommt die Handlung oder die Bitte. Kann man sehr schnell kapieren. So.
Dann geht's aber los. Und dann freuen sich Leute und machen GfK und fangen dann an, ihre Sprache in diese vier Elemente zu überführen und sagen dann Sachen wie: Ich habe beobachtet, dass du mich heute Morgen nicht gegrüßt hast. Deswegen fühle ich mich sehr enttäuscht und irritiert, weil mein Bedürfnis nach Respekt und Achtsamkeit nicht erfüllt ist. Kannst du mich bitte in Zukunft grüßen? So Sachen sagen die dann. Ja. Das ist laut Lehrbuch ein korrekter GfK-Satz. So. Irgendwann, wesentlich später, ist mir aufgefallen oder hat mir eingeleuchtet, dass ich auch jahrelang diese Sätze gesagt habe, das und das ist passiert und da fühle ich mich jetzt traurig, weil mein Bedürfnis nach weiß nicht, was nicht erfüllt ist. Und später habe ich gesagt, korrekter wäre gewesen, ich hätte gesagt, das und das ist passiert. Ich vermute, wenn ich tatsächlich was fühlen würde, dann würde ich jetzt Trauer fühlen, weil ich annehme, von dem, was ich weiß, ist das das angemessene oder verbreitete Gefühl, was man in der Situation hat. Das wäre eigentlich der vollständige Satz gewesen, weil dann noch nicht viel passiert ist. Ich konnte sagen, ich habe dann was rausgesucht, was Sinn macht. Ja, aber da war vielleicht nicht gar keiner, aber sehr wenig, so wie ich es die ganze Zeit jetzt beschrieben habe, wirkliches Fühlen und wirklicher Kontakt. Diesen Muskel habe ich über viele, viele Jahre trainiert und ich behaupte, dass dasselbe bei den meisten GfKlern erst über die Zeit passiert. Und ich beobachte es bei anderen auch, egal welcher Disziplin. War auch Teil meiner Intention von dem Vortrag. Das ist was, was ich behaupte, glaube zu beobachten, dass der größte Teil von uns, wir Coaches, Trainer, weiß nicht was, Selbstentwickler, Leute, ein Defizit haben an wirklichem Fühlen. So. Und das ist, was mich da gerade sehr, sehr beschäftigt. Ich stimme dir da absolut zu. Und es ist für mich auch logisch und naheliegend, weil warum sollte das Fühlen jetzt eine Disziplin sein, die man nicht auch üben muss? Also, wo kommt die Idee her, dass quasi ein Mensch roh und unbehauen einfach von Natur aus ein reiches Gefühlsleben hat und das benennen kann? Da wird man sich dann fragen, warum eigentlich alle Künste, also Dichtung, Musik, Malerei und so weiter und so fort, da Jahre und jahrzehntelange Studien betreiben, um Gefühle auszudrücken, aber so der normale Mensch auf der Straße, der fühlt das gleich so differenziert. Es ist im Grunde absurd, das zu unterstellen. Und das noch betrachten, dass ja die ganze Gesellschaft und unsere Erziehung und das meiste nicht wirklich fühlen in den Mittelpunkt stellt oder auch als irgendwas besonders Wünschenswertes darstellt. Man sagt, stell dich nicht so an und so weiter. Und das hat keinen sehr hohen Stellenwert gesellschaftlich, ja, sehr gefühlig zu sein. Ja, es ändert sich langsam. Ich würde das gerne korrigieren. Ich glaube, es hat einen sehr hohen Stellenwert zu fühlen, aber es hat keinen hohen Stellenwert, seine Gefühle selbst zu bestimmen, lenken, leiten, pflegen. Also du sollst was fühlen, zum Beispiel über das Unrecht in der Welt, über Klima, über was weiß ich, diese ganzen Sachen. Also es gibt ganz viele Themen. Wenn du dazu nichts fühlst, bist du kein richtiger Mensch. Aber wehe dir, wenn du deine Gefühle selbst bestimmst. Wenn du zum Beispiel Ängste und Sorgen, wie du es vorhin selbst gesagt hast, einfach auflösen kannst. Also jemand, der den Dinge kalt lassen, der hat im Augenblick keine gute Presse. Du musst schon betroffen sein. Ah, okay, so meinst du das. Ja, sicherlich, natürlich. Also Aber du musst fühlen im ja. Sinne halt von resonieren, aber halt nicht im Sinne von sonieren. Ja. Du musst sehr betroffen sein, du musst aber auch, meiner Ansicht, sehr genau wählen und filtern können, wann du starke Gefühle hast und die Platz haben und wann nicht. Ja? Also wenn du im Job bist, ja, da wo die professionellen Leute sind, da finde ich, haben die keine große Lobby. Ja? Und da gehst du nicht ins Meeting und weinst, weil das irgendwie alles schwierig ist oder so. Einspruch. Ja, ich stimme dir dazu, aber wenn du im Job bist und einer sagt irgendein Wort, was politisch gerade nicht korrekt ist, weiß ich nicht, Kollegin holt sich mittags einen Negerkuss oder sowas zum Beispiel. Wenn du jetzt nichts fühlst, gar keine gute Idee. Du musst sofort dich aufregen, Das egal was auch. Ich bin voll bei dir. Und deswegen, es gibt populäre, erlaubtere Gefühle und nicht so erlaubte Gefühle. das Sich ist eine aufregen. großartige Formulierung. Also das sind die erlaubten Gefühle. Der Gedanke gefällt mir. So, vielleicht könnte man auf dir sozusagen eine Gesellschaft auch beschreiben, welche Gefühle sind erlaubt, welche Gefühle sind nicht erlaubt. Und da stimme ich dir voll zu. Betroffen sein. Ärger ist zum Beispiel ein sehr akzeptiertes Gefühl. Mal ordentlich auf den Tisch hauen und Leute richtig zur Sau machen, das darf man schon. Ja? So. Aber völlig zerstört sein und ganz verletzlich und traurig sein, kommt schon sehr auf den Kontext an. In vielen Kontexten nicht so populär.
Ja. Mir fällt auf, gerade weil ich vorhin noch das Thema Klima erwähnt habe, dass Gefühle von Sorge und Angst sind sehr erlaubt. Gefühle von Hoffnung und Zuversicht sind mindestens umstritten bei vielen Themen. Ja. Also, aber es ist wirklich ein sehr spannender Gedanke, ob man sozusagen so zwei Listen machen kann, die erwünschten und die unerwünschten Gefühle, Ja. damit eine Gesellschaft und Menschen charakterisiert. Cooler Gedanke. Ich glaube, dass es die gibt. Und dann gibt es natürlich starke Variationen, je nachdem, was ich beigebracht bekommen habe. Ne, dann kann man ganz stark haben, nee, wütend sein und sich aufregen, ist voll verboten. Das haben viele, wenn ich mit Gefühlen arbeite, die immer nett sind und so weiter. Also je nachdem, was du halt gelernt hast, sind andere nicht erlaubt. Ja, ich meine, wenn du auch eine 14-jährige Tochter, Sohn, weiß ich nicht, hast du nicht gesagt, also bei mir ist eine Tochter, ich kriege ja mit, was die in der Schule bekommen. Und da ist es ja auch so, dass wenn sie zu bestimmten Themen keine Gefühle entwickeln, keine starken Affekte entwickeln, machen sie sich verdächtig. Also da findet schon durchaus eine Schulung des Gefühls statt, aber es müssen halt wirklich die richtigen Gefühle sein. Also wenn ich mir so zurückdenke, wie ich mir vorstelle in meinem historischen Wissen vor 100 Jahren, da glaube ich, war es eher das Ideal, dass man fast keine Gefühle zeigt. Also Klar. Stiff Upper Lip und sowas, die englische Tradition. Heute musste bei einigen Stellen musste Gefühle zeigen, aber du hast völlig recht, nur da, wo es passt und die richtigen. Und das ist der Schmerz, den ich habe. Gefühle an sich. Es ist nicht angekommen in der Breite. Hey, wir sind fühlende Wesen. Das gehört so. Das ist richtig so. Und für einen gesunden inneren Haushalt und Balance brauche ich die alle, gilt es, die zu umarmen und auch deren Informationswert zu erkennen. Punkte, was heißt denn das, wenn ich mich so fühle und so weiter. Und da ist ein Riesendefizit. Ja. Das heißt, die Vermutung ist, wenn Leute das machen, was du ihnen rätst, einfach mal still sitzen und nichts tun, dass dann auch Gefühle kommen, die vielleicht unerwartet sind, die einen Sorgen machen. Definitiv, definitiv. Also ich habe die auch. Ich würde, wie gesagt, ich würde sagen, mir geht es überwiegend ziemlich gut und zuverlässig, wenn ich eine Weile sitze, weil die sind da, die Sachen, die Angst vor der Zukunft haben oder vor irgendwelchen, was auch immer Ich oder muss noch kurz einhaken, aber ich glaube nicht, dass das nur negative Gefühle sein müssen. Also ich meine, ich war mal Kirchenmusiker und ich habe erlebt, wie das einmal passiert ist, dass plötzlich in der Kirche jemand anfing zu lachen und nicht mehr an sich halten zu konnte und sich das verbreitet hat. Also welche Gefühle unerwünscht sind, kommt sehr auf den Kontext an. Voll, Und ja. in der Kirche lachen? Nein, keine gute Idee. Keine gute Idee. Das heißt, erwünscht und unerwünscht ist sehr kontextabhängig. Ja, voll. Ja, bin ich total bei dir. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Also es kommen dann überraschende und ungewöhnliche und halt auch mal schwer zu haltende Gefühle nach oben. Und das ist gut so. Das trainiert. Also ich bin ein großer Fan von im Leben stehen und lebendig sein und wirklich was mitkriegen. Und da, glaube ich, habe ich schon lange gemerkt, das geht nicht ohne Gefühle. Ja, das geht nicht. Und der Deal ist, der Preis vom Fühlen, das ist mein Bild dazu. Ich male gerne im Training dann so eine Sinuskurve auf. Ja. Und sagt, du kannst entweder intensiv fühlen oder nicht. Du kannst aber nicht wählen, welche Seite der Gefühle. Also wenn ich da den Nullpunkt habe und sage, oben sind die schönen, unten sind die nicht so schönen, dann habe ich entweder eine flache Sinuskurve, dann ist meine Gefühlsintensität niedrig. Das gilt für die unangenehmen, leider aber auch für die angenehmen Gefühle. Wenn ich diesen Kanal aufmache, ich will diesen Fühlkanal öffnen. Wenn ich den aufmache, dann geht er gesamt auf, nicht nur oben und unten nicht. Das funktioniert nicht. Der Deal ist, wenn ich intensiv fühle, fühle ich den Schmerz und die Trauer auch intensiv. Beides. Ich gehe wieder zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe, weil, wie gesagt, ich habe Musik studiert und die meisten Musikstücke, die meisten großen Musikstücke sind nicht unbedingt heiter und fröhlich. Also es gibt einen riesengroßen Markt, das wird mir jetzt in dem Gespräch erst so richtig klar, es gibt einen riesengroßen Markt für die angeblich negativen Gefühle. Also ich denke an Keith Johnston, den Theatersportlehrer, bei dem ich viele, viele Kurse besucht habe, der meinte oft den Satz, Leute gehen ins Kino, um auf der Leinwand das zu sehen, was sie im eigenen Leben vermeiden. Und Naja. das könnte dann ja auch zutreffen, nicht nur auf Filme, auch auf Musik, auch auf Malerei, auch auf Ähnliches. Ich meine, guck dir an, was die Medien präsentieren. Wie viele gute Nachrichten erfährst du? So gut wie gar nicht. Gut wie gar nicht. So gut wie gar Das nicht. heißt, es muss einen großen Markt geben, aber jetzt kommen wir, glaube ich, auf das, was du sagen wolltest, externe negative Gefühle.
Das ist ein bisschen safer, habe ich gerade, wo du das gerade erzählt hast. Ne? Das ist so ein bisschen aus der Halbdistanz. Ich fühle die schon selber, aber sie sind ausgelöst durch was, das kann ich auch nachher wieder parken. Das war ein Film, das ist nicht mein Leben. Ich kann mal so reinschmecken, so ein bisschen aus der Halbdistanz. Das ist sehr schön, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, finde ich super. Und da ist also die Trauer, für mich das Kern nicht erfüllte Gefühl ist einfach Trauer. Alles andere sind irgendwie Formen davon, die ein bisschen abgewandelt sind. Aber im Kern, wenn irgendwas nicht erfüllt ist und ich das nicht mit meinem Hirn verwässere, dann bin ich einfach traurig. Das ist für mich die normale, natürliche Reaktion von meinem System. Ja. Und da ist eine ganz besondere Tiefe und Fülle in dieser Trauer. Da ist eine Anziehungskraft, die ist besonders. Also ich würde behaupten, ich habe tendenziell fast mehr in der Trauer, wenn ich es wirklich kann, einen vollen Kontakt mit mir und mit der Fülle vom Leben und mit diesem Gefühl und mit diesem Bedürfnis, mehr noch als in der Freude. Das ist eine ganz besonders tiefe Qualität. Ganz besonders. Und ich werde nie vergessen, als ich das zum ersten Mal in der Reinform gespürt habe, das ist ein Game Changer im Leben, würde ich so sagen. Und es war, ich habe mich getrennt von meiner Frau und meinen zwei Kindern. Mit der Iris zusammen, die jetzt meine Partnerin ist, mit der ich auch zusammenarbeite und lebe, die auch GFK praktiziert. Und dann hatte ich eine intensive Trauerwelle, wo mich es überkommen hat mit, also es ist einfach schrecklich getrennt und es ist alles schwierig. Die Kinder waren im Konflikt und wollten erstmal nicht zu uns und ich habe die kaum wenig gesehen. Und dann hat mich hat diese Welle mich gepackt und ist so durch mich gegangen und die Tränen waren da. Und es war ein sehr intensives, fülliges Gefühl und da kommt dieser Gedanke in meinen Kopf, boah, ist es gut, hoffentlich bleibt es noch eine Weile, diese Welle. Und diesen Moment habe ich nicht vergessen, weil der natürlich voll die kognitive Dissonanz erzeugt, von wegen, hä? Wie jetzt? Jetzt finde ich das gut. Ich habe gemerkt, ich habe den Zustand genossen, den intensiv sehr lebendigen Zustand in dieser Trauer zu baden. Du hast eine Sache gesagt, die hat mich gerade irritiert. Ich hab beim Zuhören gemerkt, nee, da kann ich nicht ganz zustimmen. Und zwar, ich stimme dir komplett zu, von der Trauer in ihrer Tiefe, Intensität, spüren, leben, was weiß ich. Und du meintest, das wäre intensiver als Freude, habe ich gemerkt. Ich könnte dir problemlos 10 Filme jetzt aufzählen und 10 Musikstücke, die die Traurigkeit zelebrieren. Mir fällt gerade kein einziger Film ein, wo ich sage, dass der Freude auf die gleiche Art darstellt. Ein Musikstück würde mir eins einfallen, aber Film nicht. Das heißt, ich suche in meinem eigenen Leben gerade, ich finde Referenzen für tiefe Traurigkeit, wo ich mich sehr lebendig gefühlt habe. Aber ich stelle fest, es wird schwierig, wenn ich gleich intensive Momente von Freude suche. Also ist deine Sinuskurve wirklich in beide Richtungen gleich stark oder hat die vielleicht sogar unten, wenn es in die emotionale Tiefe geht, mehr zu bieten? Also sind wir genauso geübt im Auskosten von positiven Emotionen? Das Beispiel von Frau Birkenbiel war da immer, das ist der Grund, warum die Deutschen ins Fußballstadion gehen. Die einzige Stelle, wo sie gute Gefühle auch mal wirklich voll erleben können. Das gibt es das ja nicht. Ganz, ganz spannende Frage. Und ich würde spontan dir tendenziell zustimmen, bei mir oder auch generell in meiner Beobachtung, dass es irgendwie ein anderes Spiel oder mehr challenging ist, wirklich voll ins Glück und in die Freude zu gehen. Und als ob dieser Zugang ein bisschen eine andere Herausforderung ist, irgendwie. Und das hatten wir ja gerade schon. Du machst dich natürlich mit so intensivem Glück würdest du dich hochgradig verdächtig machen. Also was dann dein soziales Umfeld dazu sagt, möchte ich nicht wissen. Während Traurigkeit ist immer irgendwie noch okay. Ja. Ne? Und wirklich voll in der Kraft und in der Blüte zu sein und sagen, ah, ich bin so glücklich, es geht mir so gut. Ganz, ganz spannend. Und also da ist ja ein Faden, wo du sagst, die Nachrichten sind so, die Filme sind so, die Musik ist so. Ne? Was ist es? Ich bin die Tage gerade hochgradig inspiriert von diesem YouTuber Mr. Beast. Kennst du den? Sehr spannend. Wir alten Leute, wir kennen den nicht. Das ist der berühmteste YouTuber, der am meisten Geld verdient, die meisten Follower hat. Das ist unfassbar. Der berühmteste Mensch auf Kenne diesem den gar Medium nicht. in der ganzen Welt. Ich habe auch erst vor ein paar Tagen von ihm gehört. Unglaublich. Der verdient Millionen damit, dass er Leuten Geld schenkt. Und zwar zuweilen Hunderttausende Euro, eine halbe Million, eine Million. Der verschenkt Geld und Autos und Sachen und macht das in aller Öffentlichkeit und nimmt davon Videos auf und ist tief berührend. Das heißt, ein Philanthrop hat unglaublich. Und er sagt,
Es ist viel, viel, viel schwieriger, ein Video, ein positiv konnotiertes Video zu machen, was schöne Gefühle und Freude und Positivität, was viel Anziehungskraft hat, als ein negatives. Negatives, wo du jemanden fertig machst oder irgendwo drauf hast, ganz leicht viele Klicks zu kriegen, mit einem positiven viel, viel, viel schwieriger. Hochspannend. Ja, da, ich komme wieder jetzt in meine Rolle als Künstler. Das weiß im Grunde jeder Künstler. Also auch zum Beispiel das Ansehen, was ein Clown hat, ist längst nicht so hoch wie das, was jemand, der die Leute zum Weinen bringt. Also den Leuten gute Gefühle machen, das ist so ein bisschen, ja, schön, schön, dass es das auch gibt. Aber so der junge romantische Dichter, der vor Traurigkeit dahinfließt und der allen das Herz zerreißt, hat ein wesentlich besseres Renommee als Ja. irgendeiner, der heitere Stücke schreibt. Ist vielleicht so konnotiert, ja, das ist ein bisschen oberflächlich. Das Schöne, das Happy, ne? Das hat nicht Tiefe. Das wäre eine spannende Frage. Ich meine, gerade das Wort Tiefe, wir hatten es schon dreimal. Das Wort von tiefer Trauer, das ist komplett selbstverständlich, aber tiefe Freude. Da mischt sich schon was rein, wo ich denke, na, eine tiefe Freude wäre vielleicht eine Freude, die sich auch der Endlichkeit der Freude bewusst ist und den Moment auskostet, weil er vorbeigeht. Das ist eigentlich Quatsch. Das heißt, ich mische dann in die Freude Traurigkeit, um die Freude tiefer zu empfinden. Also ich finde, wir haben da gerade was sehr Spannendes entdeckt, Voll. was die guten Gefühle betrifft. Sehr, sehr, also wirklich inspiriert mich hochgradig. Und dann kommt mir noch was, um noch ein neues Wort mit reinzubringen. Tiefste Freude und Glück zu empfinden, ist grundsätzlich bei Gefühlen, aber da merke ich es nochmal ganz besonders, ist eine sehr verletzliche Angelegenheit. Ich mache voll mein Herz auf und meinen Kanal auf, ja, in puncto vielleicht auch Verbindung, Liebe mit jemandem oder was auch immer. Ich denke jetzt an Momente mit der Iris, die wir sehr lange hatten und zelebriert haben, wo da ein Augenkontakt ist, wo mich tatsächlich, wo ich sagen würde, da kann ich Liebe greifen, wo es mich überwältigt hat, wo die Tränen kommen aus dem Glück, wo wirklich eine Intensität von Emotionen, in diesem Fall Glücksgefühlen da ist. Das ist ein extrem offener, extrem nackter, extrem verletzlicher Zustand. Den muss ich zulassen können, damit das überhaupt fließen kann. Das geht nicht so aus der Halbdistanz voll. Also, das finde ich gerade spannend, selber Das zu erfahren. waren auch sehr spannende Aspekte, in dem, was du jetzt sagst. Und zwar die Verletzlichkeit in Trauer und die Verletzlichkeit in Freude scheint mir sehr unterschiedlich zu sein. Weil wenn du in Freude bist und jemand dich in diesem Gefühl verletzt, stürzt du ab von der Freude in was Negatives. Wenn du traurig bist, bist du auch verletzlich, aber du bleibst sehr dicht dran. Dann wird vielleicht aus Trauer Wut oder Zorn oder Ärger, wenn dich da jemand trifft. Aber der Weg ist kürzer. Möglicherweise ist dieser, und auch das ist eine Sache, die Frau Wirkwil immer gesagt hat, andersrum kennt man es kaum. Also der Gedanke, du bist in tiefer Trauer und jemand verletzt die Trauer so, dass sie in Freude umschlägt, ist eigentlich nicht denkbar. Wobei Frau Wirkwil hat erzählt, sie hat es einmal erlebt und das war für sie wohl wirklich auch ein lebensverändernder Moment, wo tiefe Traurigkeit war und einer hat irgendeinen blöden Witz gemacht, dass wirklich alle anfingen zu lachen und sie gemerkt hat, wie schnell das möglich ist. Aber das war in ihrem Leben ein Augenblick und ich weiß nicht, ob du sie kennengelernt hast. Leider Von den nicht. anderen gab es Hunderte und Tausende, wo jemand ihr ein gutes Gefühl kaputt gemacht hat. Also wo man auch merkt vom Zahlenverhältnis her. Aber natürlich wäre das auch eine wunderbare Qualität, wenn man Leuten in der Richtung. Absolut. Mir fällt noch was ein, eine Schicht, das ist wirklich sehr, sehr schöne Erforschung gerade mit dir, zur Trauer ein, die ich noch erwähnen will. Die Trauer ist auch kompliziert. Wir sind nicht gut im Trauern. Es gilt unbedingt, Trauer von Leiden zu unterscheiden. So. Und um wirklich das, was ich meine, um an diese Fülle zu kommen und an diese Tiefe, dann muss ich meinen, sage ich mal provokativ, meinen Mindfuck mal einen Augenblick parken, der bewertet und der hadert und so weiter. Das ist nicht, das muss man wissen, wenn Leute, ein Großteil Leute, wenn sie sich nicht beschäftigt haben, ist das nicht klar. Trauern bedeutet, dass ich die Bewertung und das Planen und das Hadern beiseite lasse, sondern einfach nur den reinen Zustand wahrnehme, ohne zu sagen, und das ist voll unfair und das hat er mit Absicht gemacht und das habe ich nicht verdient und die Welt ist schlecht und lalalala. Ja. Da sind wir auch nicht gut trainiert drin, weil der Kopf ist automatisch da, ja, und hat da eine Meinung dazu. Und für eine reine Trauer muss ich das ein Stück weit parken können, um einfach die Wahrnehmung zu haben, vielleicht wahrzunehmen, was ist es, was ist das Bedürfnis, was fehlt oder was auch immer. Sonst, wie du gerade gesagt hast, dann schlägt sie ganz schnell um in Wut und Ärger und so weiter und so fort. Die sind ganz nah beisammen.
Ja. Ich behaupte, in fast allen Fällen, wenn jemand wütend, ärgerlich und so weiter ist, dann ist das das obere Stockwerk von Trauer. Wenn man das durcharbeitet, dann kommst du unweigerlich bei Trauer an. Ja. Würdest du sagen, Trauer kommt dann quasi in die Liste der im Augenblick nicht so akzeptierten gesellschaftlichen Gefühle? Ich überlege gerade, also nochmal zu dem Thema Klima. Wenn Leute beim Thema Klima sagen, ich habe Angst, ich habe Sorge, ich habe Wut, ist alles okay, aber zu sagen, ich bin traurig, da würde man sich sagen, was ist mit dir los? Genau, würde man Irritation Ja. sich einwandeln. Ne? Das, Und nach dem Motto, das passt doch da nicht. genau. Und Leute würden tatsächlich, und dann, wenn man so Gespräche, die werden hauptsächlich auf der kognitiven Ärger-Wut-Ebene geführt. Ist nicht in Ordnung und die Politiker machen es schlecht und die Leute sind nicht verantwortungsvoll und die blöden Klimakleber machen es falsch und man ärgert sich und ereifert sich irgendwie drüber. Ja? Und ich behaupte, dass bei jedem, wenn mich das betrifft, dann betrifft mich das, weil mir irgendwas wichtig ist. Ja, wichtig ist mir nicht eine doofe Diskussion zu führen und mich aufzuführen, sondern da ist irgendeine Qualität, ich nenne das eben ein Bedürfnis, ist mir wichtig. Ja, das ist vielleicht Menschlichkeit, das ist vielleicht ein Nachhalt, was weiterzugeben, was weiß ich. Ja, das ist irgendwas Wichtiges. Wenn ich da rankomme, kann ich nicht umhin, dass ich traurig werde. Das ist aber Arbeit. Und die meisten haben überhaupt gar keinen Bock und gar kein Interesse daran, an die Wurzel zu gehen. Sie haben Bock zu diskutieren und sich zu ereifern und schlaue Sachen abzusondern. Aber wirklich rauszufinden, was betrifft mich daran in der Tiefe, haben sie nicht. Und da würde Trauer kommen, wenn du das machst. Ich habe gerade so ein ganz lustiges Kopfkino, weil hier, wo ich wohne, an der Kreuzung da vorne, habe ich mal Klimakleber gesehen, die sich da festklebt. Da bin ich sofort hin. Ich wollte das einmal in echt sehen. Und die wurden dann bereits von der Polizei fest, also weg, losgelöst. Und was mich erstaunt hat mit meinem NLP-Blick, war, dass allseitig so geschäftsmäßige miteinander umgehen. Also es war sehr emotionslos, auch von Seiten der Autofahrer. Die hatten da so eine Gasse, die fuhren drumherum. Dann waren die Klimakleber, dann waren die Polizisten, die haben die halt losgelöst. Aber es war alles so Business. So nach dem Motto, ja, das ist mein Beruf. Und ich hatte jetzt gerade im Kopf so dieses Bild, ich gehe da zu so einem Klimakleber und lege ihm die Hand auf die Schulter und sage, du bist traurig. Ja. Der würde mich angucken, als wäre ich ein Alien. Also ich schätze mal, das wäre das letzte Gefühl, auf das der in dem Augenblick kommt. Das würde wahrscheinlich bei vielen so sein und ich wäre nicht überrascht, wenn das bei dem einen oder anderen einschlagen würde. Ja, ich hatte mich gerade auch das Bild, es wäre sehr spannend, welche Veränderungen es gäbe, wenn der dem zustimmt. Ja. Aber ich glaube, die Trauer ist irgendwie verbunden mit einer Idee von Passivität. Also wenn du traurig bist, klebst du dich nicht auf die Straße. Genau, Trauer, das ist ein weiteres, warum das oft nicht so populär ist. Ne? Das ist dann als irgendwie schwach oder kraftlos abgespeichert. Und ich sehe das völlig anders. Das ist eine Riesenquelle von Kraft und von Handlungsfähigkeit. Ich halte es für unerlässlich, das durchzufühlen. Und es verbindet mich mit der Lebensenergie. Dieses Konstrukt Bedürfnisse ist für mich eine Art von Lebensenergie. Es ist für mich zu verbinden mit der Energie, die in mir fließt. Ja? Also das ist mein Bild übrigens von was versuchen wir mit diesem Wort, diesem Konstrukt Bedürfnisse zu beschreiben. Das Leben, was diesen Körper belebt und was da durchfließt. Das fängt ja an bei Luft, wie Pflanzen auch Bedürfnisse haben. Es fängt an, da muss Luft rein, da muss Wasser rein, da muss Nahrung rein und so weiter und so fort. Es braucht Schlaf und es hört nicht auf bei den physischen Bedürfnissen. Ich brauche auch Kontakt, ich brauche Freundschaft, ich brauche Liebe, ich brauche Unterstützung, ich brauche menschliche Wärme und so weiter und so fort. Und das sind dieselben Art von Lebensenergie, die durch mich dieses ganze System am Leben hält. Die muss ich nähren. Ja? Und deswegen ist die Trauer, wenn da was von fehlt, dann ist die Trauer der Link, die gibt mir Kontakt zu diesem Etwas, zu dieser Art von Frequenz, von Energie, die ich brauche. Und die bringt mich, das ist meine Erfahrung, die stellt mich wieder auf und bringt mich in eine Kraft, in eine Handlungsfähigkeit, zu sagen, so, und jetzt geht's da lang. Jetzt ist das meine Richtung, jetzt mache ich das. Also was für mich eine wirklich große Entdeckung von unserem Gespräch ist, ist zu merken, dass gerade am Beispiel Traurigkeit es wohl so ist, dass die Gefühle, die uns vor allem in der Kunst präsentiert werden, scheinbar die sind, die wir uns im eigenen Leben am wenigsten erlauben. Weil ich meine, traurige Musik und traurige Filme, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich die Nummer eins Emotion, die dir da präsentiert wird. Ja, Und die umschlag. Nummer eins Emotion, die man im eigenen Leben versucht zu vermeiden. Ich frage mich gerade, ob, weil, weißt du, so ein richtig trauriger Film, wo man dann sogar weint,
hat ja auch was von Wellness, ist ja auch Entspannung. Ja. Man fühlt sich ja hinterher so Ah. auf eine gute Art, ja, genau das. Oh, So war das schön. frisch. Also, es scheint auch was Lösendes, was Erlösendes zu Ja. haben. Regelrecht entspannendes. Das, und es ist vielleicht wie so ein Ventil. Da hat es mal in einem Safen, das ist safe, und da darf ich mal das Ventil aufmachen und so ein bisschen und darf das durchlassen. Ich gehe mal ganz zum Anfang des Gesprächs zurück. Das würde dann bedeuten, wenn wir es zusammenfassen, die größte Gefahr am Nichtstun besteht darin, dass du die eigene Traurigkeit spürst. Das, ja, wenn man das eine Gefahr nennen will, also ja, Ja. das wird wahrscheinlich zuverlässig passieren. Und der Gewinn ist, dass du wahrscheinlich, das habe ich gerade mit Raumschiff Enterprise, unentdeckte, wie sagt man, unentdeckte Welt, Weiten von deinem inneren Raum. So würde ich das, dieser innere Raum ist unendlich wie das Weltall. Das meine ich wirklich. Ja. Er fängt an aufzugehen und du fängst den an zu entdecken. Als ich in meiner Hütte da saß und was ich beim Vortrag erzählt habe und diese Idee kam, das habe ich gar nicht fertig erzählt, mit meinem ganzen Beschäftigungsgelärsch, und dann hatte ich dort stundenlang Zeit und mir kam in den Kopf, boah, ich habe ja gar nichts zu tun, ich muss jetzt gerade gar nichts. Und da ist bei mir der Luxus angekommen von, ich habe mehrere Stunden allein nur für mich, und dann bin ich mehrere Stunden gesessen, das war der Beginn von dieser Erforschung von Nichtstun, und habe wirklich nichts getan und habe mein inneres Universum gesurft in der Intensität, die kaum je vorher passiert ist. Und habe für mich gemerkt, Augen zu, und habe dort drin wahrgenommen, diese Energien inklusive Gedanken, und dann kamen Gefühle in der Klarheit und in der Intensität, wo ich dachte, das ist ja unfassbar. Das, was da drin ist, kein Film, keine äußere Beschäftigung der Welt könnte jemals so krass, so füllig, so faszinierend sein wie dieses innere Universum. Eigentlich könnte ich den ganzen Tag da sitzen. Vielleicht verstehe ich so irgendwelche Meditierer, die den ganzen Tag sitzen und da drin, wenn ich wirklich offen bin und es wirklich wahrnehme, dann ist die Faszination unendlich von dem, was da innen drin abgeht. Wenn man vorbereitet ist. Wenn. Weil du weißt ja, Isolationshaft ist ja eine Foltermethode. Also ich vermute mal, dass du durch viel Selbstbeschäftigung, Meditation und ähnlichen Sachen vorbereitet bist, Ja. auf diese Welten, die du da triffst. Leute, die dem unvorbereitet ausgesetzt sind, ich glaube, da ist es nicht schön. Absolut. Also A, kann ich sie navigieren. Das habe ich dann auch sehr stark gemerkt. Diese Jahre von Beschäftigung, die geben mir, ich mag das Bild Landkarte, die geben mir eine Deutungsart und Navigationsfähigkeit zu dem, was da drin passiert. Und dann natürlich sitze ich nicht im Knast. Das würde, ich kann das mal machen, ein paar Stunden oder kurz uns wieder sein lassen und Beschäftigung haben. Also das wäre ein ganz anderes Herausforderungslevel, in der Situation zu sein, wo. Deswegen ist Isolationshaft wahrscheinlich die schlimmste Folter, wo du keine andere Möglichkeit hast. Da würde ich sicherlich bald an meine Grenzen kommen. Ja. Ja, das ist der Unterschied, ob man sich bestimmt, ich meine, mancher Meditationskurs entspricht ungefähr dem Knast von dem, was da läuft, aber der Unterschied ist halt, es ist freiwillig. Die Leute wissen, ich habe das gewählt, es geht von mir aus und ich könnte es jederzeit beenden. Ja. Dann ist die Freiwilligkeit drin. Wir machen, wenn ich das sage, wir kommen gerade, das war jetzt nach dem Kongress, die Woche im Juli haben wir eine Woche, das machen wir einmal im Jahr, das nennen wir Awakening, Awakening to Life ist diese Woche. Und da machen wir eigentlich primär nichts tun und sitzen den ganzen Tag. Ja, es ist eine andere Art von Meditation, es wird gesprochen, aber du hast immer ein Zweierformat für 40 Minuten, zwei Leute sitzen sich gegenüber und alle 5 Minuten wechseln die Rolle. Man kriegt eine Frage. Die Frage ist immer eine Art von, was ist jetzt gerade in deiner Aufmerksamkeit innen drin los? Das ist so ungefähr in verschiedenen Formulierungen. Das fragt einer und der andere hat 5 Minuten wahrzunehmen, quasi zu sitzen, nichts zu tun, aber wahrzunehmen, was passiert, und dann aber auszudrücken, was er wahrnimmt innen drin, 5 Minuten, ohne Input vom anderen. Ja? Und das wechselt dann alle 5 Minuten hin und her, und das machen wir praktisch den ganzen Tag von morgens bis abends. Und das ist für viele eine krasse Herausforderung, weil die Reize maximal reduziert sind und du wirklich die ganze Zeit zurückgeworfen bist auf, und was ist jetzt in mir los? Und was ist jetzt in mir los? Und es produziert extrem ungewöhnliche Bewusstseinszustände, die Leute so vorher nicht erlebt haben. Erinnert mich an der Geschichte, ich habe das selbst nicht erlebt, aber eine Bekannte von mir hat ein 14-tägiges Darkroom-Retreat gemacht bei Mantak Chia in Thailand. 14 Tage lang waren die in einem Hotel, das war komplett abgedunkelt. Und sie hatten in diesem abgedunkelten Hotel eine Massageausbildung. Aber sie lebten wirklich 14 Tage lang
in vollständiger Dunkelheit. Und sie meinte, sie sind dann rausgegangen nach den 14 Tagen in einer Neumondnacht und die Welt hat gestrahlt. Ja. Aber ich habe auch überlegt, uah, also das muss auch eine Erfahrung sein. Richtig krass. Das erinnert mich, ich dachte, das ist, was du beschreibst. Eine Freundin von mir, ich weiß nicht, wie lang das war, ich weiß aber, dass es mindestens mehrere Tage waren, war in einem Darkroom ohne Massage, einfach nur nichts tun. Komplette Finsternis, keinerlei Input für mehrere Tage, Essen reingereicht durch eine Luke, sodass kein Licht reinkommt. Alle Reize weg, inklusive Licht. Und alleine. Und alleine. Ja. Das klingt Ja. aber bitter. Also ich habe, weil ich das, also in Berlin hier wird das sogar irgendwo angeboten als Meditationsform für eine halbe Stunde oder Stunde. Und ich fand den Gedanken so spannend, dass ich mir das dann hier in meiner Wohnung, ich habe gesucht, wo ist eine Stelle, wo es wirklich, wo ich es dunkel hinbekomme. Das ist ja erstmal schon mal sehr schwer. Das ist erstaunlich schwer, weil sobald du denkst, es ist dunkel und du sitzt da 3 Minuten, denkst du, Gott, ist das hell hier. Aber ich hab eine Stelle gefunden, hinten im Flur in der Ecke, wo ich, wenn ich alle Türen zumache und alle elektronischen Geräte ausstelle, da ist wirklich dunkel. Und ich mache das inzwischen jetzt seit bestimmt ein paar Jahren regelmäßig, also nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Du, die ersten Male, wo ich da saß, da kommen Gefühle, das war mir selbst auch überraschend. Das erste ist, man sieht verrückte Sachen. Also, das war dann so nach ein paar Tagen weg. Aber das erste Mal, ey, was man da alles sieht, das willst du gar nicht wissen. Und dann natürlich, was innen drin kommt, wie der Puls plötzlich rast und alles Mögliche. Inzwischen ist es so, ich setze mich ins Dunkle, es ist für mich wirklich eine samtene Dunkelheit, eine tiefe Entspannung, super angenehm, aber ich bin durch spannende Schichten durch. Ja, der hört sich sehr, sehr ähnlich wie meine Erforschung an. Also berührt mich gerade zu hören, dass das wirklich an ganz ähnlichem Ort und Erfahrung an. Und ich feiere gerade, ich habe heute Morgen meine halbe Stunde so gesessen auf dem Sofa, dass ich zunehmend oft Zeiten habe, da sind eben keine unangenehmen Gefühle da. Dann sitze ich morgens, ich habe meinen Cappuccino, weil ich nicht meditiere, sondern nichts tue, darf ich einen Kaffee dabei trinken, das erlaube ich mir. So viel tun geht. Und dann sitze ich eine halbe Stunde und gucke aus dem Fenster und fühle mich einfach zufrieden und habe eine Ruhe innen drin und kann der Raum geben. Und das ist nichts irgendwie marktschreierisch groß, oh mein Gott, geht's mir gut, sondern sowas ganz sanft, subtiles, so, ich bin da, es ist gut. Es ist sehr genussvoll dann. So. Ich habe ja, ich mache ja auch jeden Tag etwas, was ich lange meditieren nannte. Und dann habe ich, weil ich Wortgeschichte so mag, mal geguckt, wo kommt das Wort meditieren eigentlich her? Und habe gefunden, dass es angeblich nur das lateinische Wort für Nachdenken ist. Ja. Dann dachte ich mir, ups, das wollte ich doch gerade nicht. Ja. Und habe dann für mich neu entdeckt das alte deutsche Wort sinnieren. Und ich sage jetzt immer, ich sinniere, weil ich finde, dass diese herrliche Doppeldeutigkeit drin, zum einen halt von den Sinnen, die Wahrnehmung, aber halt auch der Sinnsuche. Und ich finde, dass das Sinnieren ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Ganz schön. Und Ja. das Disziplinieren und erinnert mich noch an eine weitere Entdeckung in diesem Space, ist, dass da entsteht auf einmal Kreativität in mir. Und ich habe mir die ganzen Jahre erzählt, ich bin einfach nicht kreativ. Mein neues Framing ist, ich habe einfach keine Ruhe gehabt, um sie zu hören, weil ich die ganze Zeit beschäftigt bin. Und das ist ein faszinierender Effekt vom Nichtstun und Reize weglassen. Plötzlich, wo kommt denn das her? Da kommt ständig, oh, krasse Idee, das muss ich Und sowas festhalten. fehlt uns. Also eine meiner Kindheitserinnerungen, die mich wirklich sehr bewegt hat, war meine Großeltern, die hatten eine kleine Firma, eine Gärtnerei, und die hatten das Ritual, gerade im Sommer, dass sie abends ein Dämmerschoppen hielten. Schönes Und Wort. ich fand das so irritierend als Kind, weil die sich für ungefähr eine halbe Stunde einfach vorm Haus auf die Bank gesetzt haben, jeder mit einem Glas in der Hand, das war meistens eine Weinschorle, und einfach da saßen. Die haben nicht gesprochen. Die saßen da einfach nur zu zweit. Und es war für mich als Kind so, ich merke jetzt, dass die Berührung kommt. Ich fand es verwirrend, weil ich wusste, was machen die da? Aber es war auch ein Zauber drin. Und ich finde, so eine Sachen, sowas wie in so ein Dämmershoppen, die fehlen uns heute echt. Wo man einfach sitzt. Also, wo man es noch, finde ich, sehr leicht kriegen kann, ist, wenn man ein Kaminfeuer anschaut oder ein Lagerfeuer. Bin ich voll. Das ist Da kommst du in so eine auch Stimmung. sonst. Aber Dämmershoppen wäre definitiv ein Ritual, was ich finde, das wäre es wieder wert, dass man es einführt. Ja, das ist ein Wort, kenne ich aus meiner Kindheit, auch aus dem Odenwald, wo ich aufgewachsen bin. Da Ja, gibt's früher war das üblich. Die Leute hatten Dämmershoppen. Also ja. der Schoppen ist halt das Glas Wein.
Und man guckt der Sonne zu beim Untergehen. Und ich meine, das machen die meisten Leute, kennen sie ja im Urlaub, dass sie im Urlaub plötzlich entdecken, wie schön ist ein Sonnenuntergang. Man könnte sie darauf hinweisen, nur das hast du hier, wo du gerade wohnst, auch jeden Tag. Weil sie muss jeden Abend untergehen. Aber es fällt einem überhaupt nicht auf. Und es geht uns verloren, also damals vielleicht den Kreis zum ganz von Anfang von unserem Gespräch und der Nichtstun-Geschichte, das ist, wo ich jetzt mal abgesehen von der tiefen inneren Erforschung, das fehlt. Wir haben uns irgendwie einen Zustand geschaffen als Menschen, wo wir 24/7 beschäftigt sind. Da ist keine Lücke, inklusive Wochenende. Und das ist ganz krank. Das ist ein Teil, warum wir in dem Zustand sind, wo wir sind. Englisch gibt es so schöne Sprüche, habe ich da im Vortrag auch gesagt. We are human beings, not human doings. Das fand ich ziemlich cool. Aber wir sind wie kopflose Hühner, wir sind am Machen den ganzen Tag. Und aus diesen ganzen Gründen, die wir jetzt durchgekaut haben. Und ich glaube, das ist viel mehr als eine spirituelle oder sonstige Luxuserforschung. Ich glaube, das ist zwingend notwendig, diese Räume zu finden und diesen Ort von Sein. Wann bin ich, wo ich einfach wahrnehme, was los ist? Wann findet es statt? Ja, ohne die gute alte Zeit zu verklären, weil ich glaube, im Grunde war die gar nicht so gut, wenn man die Details liest. Aber es gibt ein paar Sachen, die hatten die Leute halt damals. Das eine war natürlich der von außen vorgegebene Kalender mit Feiertagen, Festen, Jahreskreis, wo du immer wieder mal Gelegenheiten hattest. Und dann halt die Momente des Nichtstuns, die sich automatisch ergeben haben. Das ist so. Ich meine, allein sowas wie eine Reise war früher immer ein Moment, wo man einfach mal, also das ist ein Moment, das war ja auch ein längerer Moment, du hattest halt kein Handy oder sowas. Da heißt, das waren oft die Momente, wo man dann auch ins Denken kam, ins Sinnieren kam, mit Leuten unterhalten. Es ist inzwischen so schwer, auf einer Reise mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die hängen alle vor ihrem Handy. Du willst gleich jemanden ansprechen. Kannst ihm eine WhatsApp schicken, aber kennst seine Nummer ja nicht. Und das ist das Nächste. Durch das Handy und all das sind die Räume, wo eigentlich Nichtstun leicht wäre, weil du mal ein paar Stunden in der Bahn sitzt oder im Wartezimmer oder auf dem Klo. Selbst da findet nirgendwo mehr statt, weil jede Lücke, die mal ein Sinnieren, ein Sein ermöglichen würde, wird gefüllt Ich damit. merke, ich entdecke mich zum Teil dabei, dass ich im Supermarkt in der Kassenschlange stehe und zum Handy greife. Ja, auch. Ich auch. Und bin nicht stolz drauf. Das ist eine Sucht, das ist die, ne, da gibt es gute Studien, Dopaminfasten und so weiter. Ich kann das regelrecht merken, wie das gibt mir wie den nächsten Schuss. Ich habe lang genug nicht geguckt, gucke ich wieder, ach, jetzt geht es wieder eine Weile. Hast du diesen wunderbaren Film auf Netflix gesehen, Social Dilemma? Ja, hat mich sehr verstört. Ich habe daraufhin das wirklich gemacht, was die empfehlen. Ich habe sämtliche Benachrichtigungen im Handy ausgeschaltet, alles komplett vollständig. Das war so ein dramatischer Unterschied im Leben. Also mein Handy gibt keine Geräusche mehr von sich aus, es ruft mich einer an, was extrem selten vorkommt. Und weil irgendwann habe ich mich gefragt, wer ist hier eigentlich für wen in Bereitschaft? Ganz genau, ganz genau. Und mir fiel auf, ich bin für das Handy in Bereitschaft. Und dann haben wir die Rollen getauscht und jetzt ist so, dass das Handy sich nur noch meldet, wenn ich das möchte. Das war für mich wirklich mit dem Gerät gesehen echt ein Quantensprung. Voll nachvollziehbar. Und das ist eine Geißel, die geht gar nicht. Und ich bin selber erst, ich merke, das Sucht, das ist eine Sucht. Und das war für mich wichtig, mal an einem Punkt zu sagen, das ist ein suchtartiges Verhalten, was ich da habe. Und das habe ich nicht im Griff. Das merke ich. Ich möchte nicht genau wissen, wie oft am Tag ich das Ding in die Hand nehme, um zu gucken, was es Neues gibt. Das ist nicht gesund. Aber jetzt kommen wir können jetzt sozusagen den Kreis schließen nach ungefähr einer Stunde. Wenn ich überlege, was so geteilt wird, weil es wird ja unglaublich viel geteilt, 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 dann stelle ich fest, es sind zwei Sachen im Grunde. Das eine sind flache Witze und das andere sind irgendwelche so kitschig berührenden Sachen, wo es eher in die negativen Emotionen geht. Das heißt, dann ist auch wieder eine Stelle. Also für mich ist das der, im Grunde der Kerngedanke unseres Gesprächs, die Position, nenne ich es mal, die wir der Traurigkeit gegeben haben. Wir haben die Traurigkeit outgesourced. In Musik, in Filme, in kitschige Bildchen, in kleine Videoclips. Das heißt, welche Gefühle erlaube ich mir zu fühlen und welche Gefühle lasse ich fühlen oder delegiere ich in die Gesellschaft? Ja. Sehr spannender Gedanke. Toll. Wow. No?
Sind wir gar nicht zu dem Thema deines Vortrags gekommen, nie wieder Probleme, aber ich fürchte oder vermute oder hoffe, dass die, die uns zugeschaut haben, ahnen, wie der Zusammenhang sein könnte. Ich glaube, den kann man erkennen, also ohne dass wir jetzt da noch in die Tiefe reingehen, das war der Aufhänger, aber da geht's hin. Ich muss da nach innen gucken. Ja. Die Quelle davon, also ums in Kürze, ist eben innen und nicht da draußen. Dort, wo ich mehr Geld verdienen muss oder die Welt hinbiegen muss, so wie ich sie gerne hätte, das funktioniert halt nicht. Dann lass mich so schließen. Obwohl wir so viel über Traurigkeit geredet haben, fand ich es ein erfreuliches Gespräch. Absolut. Ich habe es sehr genossen. Vielen, vielen Dank. Und habe auch von dir viel mehr gesehen. Ich meine, wir kennen es vom Kongress, aber haben auch nicht so viel Gelegenheit gehabt zum Sprechen. Und jetzt habe ich viel mehr von dir kennengelernt. Und wir haben uns auch nicht bei Marshall Rosenberg kennengelernt, was eigentlich bedauert. Warst du auch in der Schweiz bei ihm? Ich war in der Schweiz, in der Orchidea Lodge. Warst du da auch? Da war ich auch. In welchem Jahr war das? Da müsste ich jetzt überlegen. Das muss, weil es damals noch kein Kind gab, mindestens 15 Jahre her sein. Ja, das kommt, also bei mir war es 2007. Das wären ziemlich genau. Wir können mal recherchieren. Ich habe noch irgendwelche Gruppenfotos. Am Ende waren wir auf der gleichen Veranstaltung. Das waren wir nicht, weil ich habe die Teilnehmerliste, ich habe alles aufgehoben. Aber der hat ja da gewohnt, habe ich alles noch. Und er hat aber dort, wo die Orchidea Lodge wohnt, hat er seine Hütte gehabt. Er hat ja eine Weile dort seinen Wohnsitz gehabt und deswegen hat er die permanent gemacht dort in der Schweiz. Und das war für mich eine lebensverändernde Erfahrung. Das war unglaublich. Und übrigens, jetzt, wo wir gerade über IIT reden, ich war seit 2007, danach war ich nochmal in den USA, ein paar Monate später wieder mit Marshall im IIT und seitdem nicht mehr. Und jetzt in 2 Monaten im September organisiere ich zum ersten Mal in meinem Leben selber ein IIT in Deutschland. Und sind über 100 Leute da aus fast 30 Ländern und kannst dir vorstellen, ich bin völlig im Himmel davon. Das waren großartige Veranstaltungen. Und für mich auch noch als extra Gewinn, ich habe da Peter König kennengelernt. Ich weiß nicht, kennst du ihn auch? Nee. Die Frau, die damals die Orchidea Lodge hatte, Barbara. Ach, natürlich, der Mann von der Barbara. Ja klar, jetzt weiß ich es wieder. Der ist in meinem Leben dann auch ein ganz wichtiger Lehrer geworden. Der hat ja so spirituelle Geldseminare gegeben. Ich erinnere mich, das hat er dort auch gemacht, ja. Und den habe ich dann später mehrmals noch nach Berlin eingeladen, dass er bei uns Seminare gibt. Und ich habe viel von ihm gelernt. Also Peter König, ja. Ganz großartiger Mann. Peter meinte, dass eigentlich Marshall Rosenberg durch ihn an diesen Platz gekommen ist. Ach was. Also so schließt sich dann der Kreis wieder. Ja, super spannend. Es war von der Gegend alleine her und an den Bergen da zu sein in der Schweiz, es war schon wirklich großartig. Wahnsinnsort. Ja, und ich war natürlich inspiriert von dir zu hören, dass du mit dem Thomas Herbst gearbeitet hast, dass der Marshall sich nicht hätte modellieren lassen wollen. Das fände ich sehr bedauerlich. Jetzt aber, die ganze Geschichte? Nee. Also ich war bei ihm im IIT. Und dann kam irgendwann der Satz aus der Gruppe: Marshall, es gibt so viel Zank und Streit auf der Welt, wir bräuchten viel mehr Marshalls, kannst du dich nicht klonen lassen? Das ist ja im Grunde die Idee von Modeling. Außerdem war mir da schon aufgefallen, dass er nicht ganz das lehrt, was er tut. Also da gab es Differenzen. Also habe ich mein Herz gefasst, bin zu ihm hin, habe gesagt: Marshall, ich bin NLPler, ich kann modellieren. Was hältst du davon, wenn ich dich modelliere, dass es viel mehr Marshalls gibt? Weil ich habe das Gefühl, dass du nicht ganz das lehrst, was du tust. Und meinte er zu mir, er müsse darüber nachdenken. Dann haben wir uns am nächsten Tag wieder getroffen und dann meinte er sehr ausführlich, er ist dagegen und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, er weiß, dass er nicht das lehrt, was er tut. Das wäre aber ganz in seinem Sinne. Zweitens, er hätte NLPler kennengelernt und es war für ihn eher abtörnend. Also kein guter Eindruck. Und drittens, der Hauptgrund, gerade weil er weiß, dass er nicht genau das lehrt, was er tut. Er fürchtet, wenn einer kommt und das in ganz klare Schritte zerlegt und ganz klar beschreibt, was er tut, dann wird es zu einer Technik. Und dann war seine Angst, dass wenn es zu einer Technik wird, sozusagen das Herz fehlt. Darum wollte er diese Unschärfe drin haben. Und da war ich natürlich dann ausargumentiert, weil das ist ja der Sinn des Modelings, dass man die Sachen. Ich habe dann gesagt, nein, Marshall, bitte glaub mir, wir kriegen das so hin, dass wir die Schritte beschreiben und das Herz trotzdem drin bleibt. Ja. Da habe ich ihn nicht gekriegt. Also das war seine Angst. Er wollte nicht, dass es eine glasklare Technik wird. Ja, das ist so ein Mantra von ihm oder von IFK, wo man sagt, das ist keine Technik, das ist eine Haltung. Ja, genau das.
Und das hat natürlich was, da ist ganz stark was dran, ne? Und so wie ich dir meinen Fühlweg beschrieben habe, so ist für mich dann doch in meinem Lernweg war diese Technik, die Schritte, das Konstrukt eine ganze Weile deutlich wichtig. Das ist was, ich habe das sehr technisch gemacht und ich behaupte, die meisten machen das so und es half mir dann dahin zu kommen. Weil genauso wie ich nicht so gut sagen kann, sei mal empathisch, kann ich sagen, kann ich auch nicht so gut sagen, sei mal in dieser Haltung ab jetzt. Ja. Du, für mich war das nie wirklich eine große Frage, weil ich habe Musik studiert. Und wenn du irgendeine Art von Kunst machst, gibt's eigentlich keinen Widerspruch zwischen Technik und Emotion. Weil du weißt, dass die Technik das ist, was es dir erlaubt, die Emotionen darzustellen, zu fühlen, zu präsentieren. Und ich habe als Musiker einfach zwei schlimme Sachen erlebt auf Bühnen. Das eine sind Leute, die haben nur Technik und kein Herz. Ja. Das ist Hintergrundmusik, Fahrstuhlmusik. Aber schlimmer sind Leute mit ganz viel Gefühl und ohne Technik. Weil das ist einfach Fremdschämen hoch drei. Du merkst, was er eigentlich ausdrücken möchte und dass er Nicht. daran scheitert. Und das tut weh. Von daher war für mich immer Technik das Werkzeug, mit dem ich die Emotionen erforsche, ausprobiere, darstelle, präsentiere, kommuniziere. Also null Widerspruch. Das ist super. Also das Bild nehme ich mit. Vielen Dank dafür. Ne? Und ich brauche eine Finger, wie wenn ich nicht, wie soll Ja. ich ein Klavier, wenn ich die nicht trainiert habe, die Technik und die Finger, dann kommt da nichts bei raus. Klar. Und das nehme ich mit für die GfK, um zu sagen, das resoniert für mich voll. Das ist kein Widerspruch. Natürlich darf es nicht dabei bleiben, dass es einfach ein technisches Ding ist. Das ist, was damit gemeint ist. Wenn du das ohne Herz einfach rhetorisch machst, das ist es nicht. Ich Klar. finde, die höchste Kunststufe, da haben Schauspieler, weil wenn du dir überlegst, gerade wenn du auf der Bühne ein Stück spielst, ein guter Schauspieler, der spielt die Emotion nicht, der hat sie wirklich. Der hat sie wirklich und hat sie ganz stark. Aber er muss trotzdem den Text sprechen, der da drin steht. Das heißt, er muss die Emotion so gut, ich will nicht sagen beherrschen, weil das ist es nicht. Er beherrscht sie nicht. Er tanzt mit ihr. Aber es muss immer noch so viel Bewusstsein drin sein, dass er trotzdem seinen Text sprechen kann, weil sonst die Partner auf der Bühne nicht mehr einsteigen können. Deswegen glaube ich schon, dass der Schauspieler die Emotion managen muss, in so einem Sinn, dass er immer noch drauf gucken kann und es regulieren kann, wie viel oder wenig davon oder wo sie hingeht, wo er sie steuert, weil es nicht ein Zufall, der kann nicht überwältigt werden, auf dass es dann irgendwo hingeht, was der Film nicht vorgibt. Er muss das schon managen. Genau. Und von daher, diese Leute zeigen uns, dass es geht, dass man also die Emotionen wirklich vollständig und authentisch, wirklich komplett menschlich spüren kann und dennoch steuern kann. Und das ist übrigens auch was, und dann sind wir vielleicht fertig, was ich auch übe und wir GfKler, ist, meine Emotionen zu spüren, bedeutet nicht, dass ich ihn voll ausgehe, dass ich da keine Steuerung mehr habe und dann völlig fremdgesteuert, emotional vor mich hinfließe. Ich übe trotzdem meinen erwachsenen Umgang damit. Ja, das ist wiederum die Musikererfahrung, dass wenn halt die Emotion beim Spielen des Stücks so stark wird, dass ich nicht mehr spielen kann, dass quasi meine Technik flöten geht und die Tränen über die Klaviertasten strömen, ja, das will niemand sich anhören. Du gehst nicht ins Konzert, damit einer auf der Bühne heult, sondern du willst ja, dass er es in Musik ausdrückt. Und von daher, ich habe den Widerspruch nie verstanden. Jürgen, ich fand, das war ein großartiges Gespräch, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und nee, keine Traurigkeit. Das kann ich wirklich nicht sagen. Doch ein bisschen Traurigkeit, dass es jetzt zu Ende ist. Aber Freude, dass es weitergehen könnte. Ja, vielen Dank, geht mir ganz ähnlich und es hat sich genauso erfüllt, wie wir anfangs gesprochen haben. Was braucht es denn? Da habe ich ja gesagt, so ein Zusammen Ja. eintauchen in das und das ist genau, was passiert ist und da habe ich Riesenfreude bei. Also danke Super. dafür. Wir sagen einfach, das war das freudigste Gespräch über Traurigkeit, was es im Internet gibt. Wunderbar. Ich danke dir sehr Danke und dir. bis zu einem nächsten Mal. Tschüss. Ciao.